weil in der Tat ist uns das Thema Fahrradfahren im Rathaus ein großes Anliegen, dass eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, wenn es irgendwie möglich ist, eben nicht mit dem Pkw fahren und sogar auch zur Arbeit nach Möglichkeit nicht mit dem Pkw fahren, sondern dass sie eben mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr dann auch tatsächlich zur Arbeit kommen. Aus der Belegschaft, aus den Mitarbeitern heraus sich auch Gedanken gemacht hat, wir sollten doch vielleicht auch eine Dusche im Rathaus haben. Da kamen allein die Kommunalfinanzen, haben uns dann dieses Projekt nicht umsetzen lassen, dem Gemeinderat gar nicht erst vorgeschlagen. Wir reden alle nur über Corona, aber deswegen wird ja das Thema Klimakrise nicht kleiner, nur wenn wir alle über Corona reden. Auch die Kollegen vom Bauhof haben auch ein Lastenrad schon lange, mit dem sie dann auch den einen oder anderen Termin, wo sie als Bauhof tätig sind, eben im Lastenrad wahrnehmen. Und dem Landesverband haben wir es auch zu verdanken, dass das Bürgerengagement und die Bürgersensibilisierung zum Fahrradfahren zugenommen hat. So haben wir gemeinschaftlich mehr Bürgerveranstaltungen gemacht, runde Tische gemacht. Und Ergebnis dessen war dann auch die Gründung der ADFC Ortsgruppe 2019. Ich war ganz klasse, dass die Mitglieder Farbe bekennen. Verena Gallmann ist da, Hansi Meurer ist da. Der ADFC ist hier jetzt schon eine bekannte Institution und gehört sich auch immer wieder zu Fahrradrelevanten Themen. Eine Großveranstaltung, ein Online-Seminar gebracht. Und da waren wir jetzt schon als beispielhafte Kommune genannt und durften vor über 200 Teilnehmern das auch präsentieren. Die jährliche halbtägige Radtour, was wir machen können, oder bei den Gesundheitstagen, dass man sich dann auch so die E-Bike oder auch Fahrräder ausleihen können, sowie auch zur Verfügungstellung des Fahrradhäuschen beim Rathaus, dass wir die Fahrräder auch sicher unterstellen können. Die Mobilitäts- oder Verkehrswende beginnt ja im Kopf, egal ob jemand 200 Kilometer, 100, ist doch komplett egal. Und da würde ich sagen, ich sehe ihn auf einen guten Weg, dass man was anstößt, dass man schon den kleinsten Weg mit dem Fahrrad macht oder auch dann den längsten Weg. Und genau das wächst hier, das merkt man ja. Unsere Insider in unseren Reihen, die als Stadtmitarbeiter das auch so bestätigen, dass man sich als Mitarbeiter bei der Stadt gut als Fahrradfahrer aufrufen kann. Wir finden es natürlich ein super Anreiz, wie Sie selber gesagt haben, für alle anderen, für andere Arbeitgeber hinsichtlich. Wir sehen auch, dass ja Radthemen jetzt im Gemeinderat durchaus an der Tagesordnung sind. Trotzdem, wenn man sich das Ergebnis vom Fahrradklimatest anschaut, dass da schon noch Luft nach oben ist, nicht als Arbeitgeber für Sie, sondern dass es auch eine fahrradfreundliche Stadt hier wirklich wird. Und hoffen natürlich, dass es jetzt nicht irgendwie mit dieser Auszeichnung so, dass es nur bei dieser Auszeichnung bleibt, sondern dass darauf natürlich noch viel mehr folgen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich vor 2-3 Jahren hier war und wir haben damals den ADFC vor Ort gegründet und wir haben das eher so nebenbei erwähnt, dass man auch zertifizierter Arbeitgeber werden kann, hätte bei uns vom Landesverband keiner geglaubt, dass das hier in 2 Jahren einfach gemacht wird. Sage ich ganz ehrlich, das ist nicht unbedingt das übliche Tempo, das wir von den üblichen Kommunen kennen. Also was gut ist, ist, sie hat geschrieben, dass man der Stadt einfach anmerkt, dass sie sich sehr anstrengen, dass sie viele Fahrradaktionen machen. Sie hat explizit reingeschrieben, dass der Bürgermeister als Vorbildfunktion sehr, sehr wichtig ist. Sie hat auch gesagt, sehr viel Infrastruktur ist schon da. Also sie hat es schon wahrgenommen und auch sehr gut gefunden. Die Sachen, die man verbessern kann, das haben Sie zum Teil selber schon angesprochen. Natürlich die Dusche, die hier fehlt. Auch ein paar Fahrradabstellanlagen.
die es jetzt hier an ein paar Verwaltungseinheiten gibt, sind halt noch Felgenklemmer und die muss man mal im Laufe der Zeit einfach ersetzen durch was Vernünftiges. Dass die Aktionen, die es gibt, schon sehr schön sind, dass es aber schön wäre oder eine Empfehlung von uns, vielleicht auch ein paar gezielte Aktionen zu machen, beispielsweise Fahrsicherheitstrainings für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Radchecks einmal im Jahr, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prüfen können, ob ihr Rad so in Ordnung ist oder ob man da noch was machen kann. Und ich glaube, der wichtigste Punkt, der da genannt wird von der Auditorin, ist, dass wir Ihnen empfehlen würden, sich selbst ein Leitbild zu geben. Also wie viel Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen bis zum Jahr X zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Weil wenn man so ein Leitbild hat, hat man halt einfach ein klares Ziel und dann bekommt das Ganze einen strategischen Rahmen. Und das ist eigentlich auch der Sinn, muss ich sagen, von diesem Zertifikat von uns, dass wir versuchen, Einzelmaßnahmen in ein strategisches Gesamtkonzept zu fassen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Ich finde es sehr, sehr gut, dass Sie das gemacht haben als Vorreiter für andere ist, was Sie die Unternehmen rückmelden, warum Sie das machen. Und die meisten sagen mir, ehrlich gesagt, wir wollen ein moderner Arbeitgeber sein und da gehört das Fahrrad einfach dazu.